Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind jetzt hier auf Kalador zusammen mit Eldrick und unseren Dämonenjäger-Kollegen und wollen diesen Schattenlord da oben vernichten. Lass ihn uns angreifen. Lass ihn uns angreifen. Auf geht's! Das ist jetzt die Entscheidung! Kalador der Menschheit! Auf in den Kampf, Torero! Da, 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 da. Das Vieh macht dich kalt. So. Schön ausgewichen. Auf die Goschen, okay. Huia. Huia, Karamint, eine. Ich muss was saufen, ich war dringend Licht. Nochmal. Aua, aua, aua. Bist du narisch. Der ist aber gesalzen. Ich würde gern die Punkte haben. Du gehst mir auf den Senkel, du Schergenkrüppel. Hey, wow. Ich glaube, wir haben die Erfahrungspunkte bekommen. Zurück in deine Sphäre, Dämon. Wen hat's erwischt? Was? Wen hat's erwischt? Ist wer gestorben? Nee, oder? Alles gut, oder? Das wäre aber nicht schön. Ein Schattenlord, rohes, schwarzes Herz. Leben, lebt, lebt, lebt. Ich glaube, da ist niemand gestorben. Gott sei Dank. Ja? Er ist hin. Der Schattenlord des Zweifels ist erledigt. Ja. Sehr gut. Auf diese Nachricht haben die Menschen von Kalador lange gewartet. Sie werden noch lange an ihn denken, nach all dem, was er ihnen angetan hat. Wir müssen das Kristallportal vernichten, aus dem er herausgekrochen kam. Wir werden die Gegend am Eingang zur Totenkopfhöhle sichern und dort auf dich warten. Komm zu mir, wenn das Portal vernichtet ist. Jawohl, Sir. Hey, ich denke, ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Ab jetzt bin ich wieder bei deiner Crew. Dieses Reisen macht mich ganz krank. Ich bin ja nie weit von zu Hause weg gewesen. Und nun bin ich auf den entlegensten Inseln der Südsee unterwegs. Welche Landratte hält das lange aus? Du wirst es überleben. Hoffentlich. Schön. Freut mich, dass er dabei ist. Kommt er mit? Ja. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wohin? Da lang? Da lang. Okay. Kommt er schön mit? Ja. Passt. Dann schauen wir mal, welches Gesindel uns hier drin erwartet. Das ist wieder speicherungswürdig, bevor ich mich hier in den Tod stürze. So. Gut. Gibt es hier drin ein Gesindel? Ja. In der Tat. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Schwarze Fühle, leider. Bam, zack. Und der nächste. Bam, zack und zack. Macht nichts, da spielt jetzt nichts mehr. So. Passt. Da haben wir das nächste Opfer. Kommen Sie! Sehr gut. Und tschüss. Vielleicht gibt es ja noch einen Schattenlord. Mich würde es gar nicht wundern. Ah ja, Lindwurm. Gott sei Dank. Gibt es nochmal 400 Punkte für uns. Guten Tag. Kann man sie einzeln bullen? Wahrscheinlich nicht möglich, ne? Autsch. Jetzt müssen wir die Hunde beseitigen. Au. Und dann geht es uns auch schon leichter. Du dreckiges, ekelhaftes Mistviech, du. Aua. Bitte. Dachte ich schon, der ist irgendwo runtergefallen wieder. Ah. Einen Höllenhund. Sehr gut. Noch ein Höllenhund. Gibt es hier noch irgendwas für uns zum Looten? Schaut nicht so aus. Dann würde ich sagen, machen wir das mal kaputt. Und kaputt machen. Im Kaputt machen sind wir toll. Mhm. Juhu! Super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
So. Dann gehen wir wieder zurück. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Nö, gell? Nein. Okidoki, dann gehen wir wieder heim. Wenn ich nach Hause finde. Da sollte ich nicht drüber gehen. Ich wollte nur schauen, ob es hier noch was gibt. Nein, nichts da. Gut, wir sind irgendwie von da gekommen. Und von da laufen wir auch wieder weg. Ich werde mal was essen nebenbei. So. Ein bisschen sprinten. Da hochklettern. Das haben sie fein gemacht. Mein Herr. Kommt Edward nach? Ich hoffe doch. Ja. So. Herr von und zu Eldrick. Fertig, Sammer. Das letzte Kristallportal auf Kalador ist geschlossen. Ja. Endlich haben die Menschen Ruhe hier an der Eisenbucht. Unsere Aufgabe in diesem Teil der Welt ist damit erledigt. Wenn wir weiter gegen die Schatten so erfolgreich kämpfen, haben wir eine Chance, den Krieg zu gewinnen. Sehr gut. Gut gemacht, mein Junge. Danke. Jetzt können wir uns ganz deinem Geisterritual widmen. Hurra. Treffe deine Vorbereitungen. Ich werde in der Zitadelle auf dich warten. Alles klar. Vielen Dank, Chef. So, dann würde ich sagen, auch wir gehen zurück zur Zitadelle, gehen in die Schmiede und schmieden noch fix unser neues Schwertchen, oder? Würde ich sagen, das passt ganz gut. Weil hier sollten wir ja fertig sein. Also Zitadelle. Ja. Dann rede ich nochmal mit dem Typen da. Ob er mir das doch verkauft und ich nur blind bin und doof. Bin mir selber nicht mehr so sicher. Was kannst du verkaufen? Nebelstein war es. Nee, das habe ich schon versemmelt. Ja, das habe ich schon versemmelt. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Zauberspruch. Ich weiß nicht, ob ich das alte Wissen hier dafür opfern darf. Oder ob ich es noch brauche für irgendwas anderes. Ich hoffe es zwar nicht. Achso, das wäre auch nicht gesagt. Ich habe mich eurer Gemeinschaft angeschlossen. Ich habe mich eurer Gemeinschaft angeschlossen. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Freut mich zu hören, dass unsere Reihen wieder Zuwachs bekommen. Ja. Wir haben es auch bitter nötig. Ja. Denn wie es aussieht, streifen neben den Schatten noch ganz andere Gestalten über diesen Flecken Erde. Mhm. Von welchen Viechern redest du da? Von welchen Gestalten hast du gesprochen? Das niederträchtigste Pack, das man sich vorstellen kann. Plünderer. Oh. Während wir hier die Stellung halten, gräbt die Saubande nach dem Wissen der alten Hochkultur. Oh. Die grünen Feuer locken wohl nicht nur die Rechtschaffenen an. Was soll ich nach diesen Trotteln suchen? Wo soll ich nach den Plünderern suchen? Ich weiß zwar nicht, wo sie sich verkrochen haben, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Du meinst doch sicher Travis, den Tavernenwirt. Richtig. Der kriegt doch alles mit. Das Pack hat sich bei ihm sicher schon Mut angesoffen. Mhm. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Das können wir nicht durchgehen lassen. Ich werde mich drum kümmern. Ich werde mir die Plünderer mal vornehmen. Ja? Gut. Sei aber nicht zu zimperlich. Besser deine Klinge in ihrer Brust, als ein Messer im Rücken. Das stimmt. Das tut unangenehm weh und das piekst auch so hässlich. Jo. Hast du ich noch was keine für mich? Zeit zum Quatsch. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Drake, haben Sie was? Oh. Ich habe das Feuer angezündet. Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm angezündet. Ja. Sehr gut. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Ja, gerne. Was möchtest du als Belohnung? Geht aufs Haus. Gib mir etwas Gold. Eine ordentliche Entschädigung wäre gut. Gib mir lieber eine ordentliche Belohnung. Ach, geht aufs Haus. Geht aufs Haus. Wirklich? Ja. Du hast einen sehr edlen Geist. Danke. Wahrscheinlich ist die Erfahrung, die du auf dieser Reise gewonnen hast, mehr wert als alles Gold der Welt. Ja. Danke dir vielmals. Ja, gern. Hast du einen Zauber für mich? Hast du Zauber für mich?
Ich arbeite schon seit längerem an einem besonderen Zauber. Ah ja? Ich könnte dabei allerdings deine Hilfe gebrauchen. Es ist nicht ganz einfach und du hast nur einen Versuch. Oh. Wenn du es nicht schaffst, wird uns dieser Zauber wohl verwehrt bleiben. Was genau soll ich für dich tun? Was genau soll ich für dich tun? Ich habe erst letzte Nacht eine Beschwörung im Eisenwald durchgeführt. Dort habe ich 6 entsetzte Geister in einem stofflichen Zustand beschworen. Ich wollte mich allerdings zuerst besser vorbereiten, bevor ich diese Geister jagen gehe. Aha. Ich gehe hin und haue sie um. So schwer kann es nicht sein. Warum willst du die Geister jagen? Ja. Warum willst du Geister jagen? Genau da liegt mein Problem. Ich will die Kraft, die ein sterbender Geist freisetzt, nutzen, um einen Zauber zu erschaffen. Aber es sind eben nur 6 Geister. Und ich brauche Energie von mindestens 6 Geistern. Die Beschwörung ist sehr zerbrechlich. Das heißt, sie dürfen dich nicht sehen. Wenn dich auch nur einer sieht, verschwinden sie alle. Oh. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, die Geister erneut zu beschwören. Yay, Blick der Schatten. Astralsicht. Ach so, heißt das? Ich werde die Geister für dich jagen gehen. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Kannst du mir was beibringen, Zauberspruch? Warten wir mal. Aufsteigen und so. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Mach dich nützlich bei uns. Okay. Ich werde dir alles anrechnen, was du für uns tust. Okay. Aber wenn du es wirklich eilig hast, aufzusteigen, dann solltest du Wilson helfen. Mhm. Er hat sich selber eine große Aufgabe auferlegt, für die er eigentlich kaum Zeit hat. Okay. Hilf ihm bei seiner Sache und ich werde mir überlegen, ob du bereit bist, in den Rang eines wahren Dämonenjägers aufzusteigen. Okay. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Mhm, der braucht kein altes Wissen dafür. Schattenjäger. Verursacht zusätzlichen Schaden gegen Dämonen. Das wäre halt schon super. Armbrüste Medikus steigern. Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das gilt für dich. Das gilt für dich noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Dein Blutwert steigert um 10 pro Stufe. Unverwüstlich, du hast alles schon gesehen und erlebt. Es gibt nichts, was dich noch umbringt. Deine Gesundheit regeneriert sich von allein. Das nennt man Lebenserfahrung. Ich glaube, es gibt keinen oder selten einen älteren Menschen, also sag jetzt mal so 70 plus, die nichts von sich behaupten würden, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Also, der ist dann auch unverwüstlich, ne? Runenmagie lernen. Dir ist es schon immer leicht gefallen, die Macht der Runen zu lesen und zu benutzen. Dein Runenmagietalent steigert sich um 10 pro Stufe. Meistermagier. Dein Körper erholt sich nach Anwendung von Magie schneller als bei anderen Menschen. Der Cooldown von Zaubersprüchen sinkt um 10 pro Stufe. Kampfmagier. Die Magie fließt stark durch deinen Körper. Du kannst eine zusätzliche Attacke in deine Combo-Angriffe einbauen. Sprüche herstellen lernen. Binde die Magie deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Bist du narrisch. Aber Schattenjäger mal. Ich möchte mehr Schaden gegen Dämonen verursachen. Ja, das wäre mal ganz okay. Gut. Okay. Das vermisse ich ein bisschen. Das war bei Gothic ein bisschen charmanter auch. Dass sie einen erklären, wie du das machst und so, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber macht nichts. So. Okay. Das mit Medikus bzw. unverwüstlich wäre super. Dafür bin ich nicht gut genug. Ah, da fehlt mir was. Härte wahrscheinlich. Härte 50 und 100. Härte brauche ich sowieso viel. Magie brauche ich auch ein bisschen was. Ja, gut. Sprüche herstellen lernen. Ach, lassen wir es mal. Warte kurz. Ich muss das mal speichern. Ja. Dann. Sie dürfen mich nicht sehen. Ich habe nur einen Versuch. Ich versuche es mal. Ich werde die Geister für dich jagen gehen. Ja. Alles klar. Aber denk dran, dass sie dich auf keinen Fall sehen dürfen. Wenn wir uns ihre beim Sterben freigesetzte Energie zunutze machen wollen, musst du wirklich aufpassen. Schleiche dich am besten von hinten an sie heran und stich zu. Hier, ich habe noch etwas für dich. Benutze es.
Damit ist es dir möglich, Schatten und andere niedere Wesen der Unterwelt zu sehen. Die Geister sollten dann aufleuchten wie die Lavaschlucht. Damit du dich nicht von ihnen überraschen lässt. Okay. Jo, das könnte spannend werden. Wilson, du brauchst Hilfe, habe ich gehört. Du willst also deinen Arsch unserer Sache widmen. Freilich. Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Hoffentlich hältst du länger durch als die meisten von uns. Aber sag mal, bist du bereit, unserer Gemeinschaft einen großen Dienst zu erweisen? Freilich, was kann ich machen? Die Dämonenjäger können sich auf mich verlassen. Ja. So spricht ein wahrer Krieger. Gell? Wirst mir immer sympathischer. Schön. Pass auf. Ja. Diese verdammte Brut hat es irgendwie geschafft, verfluchte Bücher unter die Leute zu mischen. Oh. Wir müssen diese Bücher in unseren Besitz bringen. Schaffen wir es nicht, können wir bald nicht mehr wissen, wer auf unserer Seite steht. Mhm. Ich habe hier das Eisen für dich. Ich werde diese verfluchten Bücher finden. Genau. Warum hat man dir die Sache mit den Büchern anvertraut? Was soll ich nach den verfluchten Büchern suchen? Lernen anvertraut. Warum hat man dir die Sache mit den Büchern anvertraut? Ja. Du denkst wohl, nur weil ich der Schmied bin, mache ich mir keine Gedanken. Aber da irrst du dich. Unser Schicksal geht uns alle an. Mein Wort hat hier durchaus Gewicht. Ich habe weitaus mehr auf dem Kasten, als nur Klingen zu falten. Sehr schön. Was soll ich suchen? Wo soll ich nach den verfluchten Büchern suchen? Jeder Einfallspinsel kommt in Frage. Aber damit wäre den Schatten nicht geholfen. Nein. Ich denke, einen Großteil der Bücher wirst du bei Typen finden, die einen gewissen Einfluss besitzen. Mhm. Am besten siehst du dich hier auf Kalador um. Und in meiner alten Heimat Antigua wirst du sicher auch fündig. Ein Besuch bei den Magiern kann auch nicht schaden. Ja, sehr gut. Ich werde das schon machen. Ich werde diese verfluchten Bücher finden. Hoffentlich hast du Erfolg. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Leute dem Mist dieser Brut Glauben schenken. Will ja nicht, dass meine Klingen irgendwann auf mich gerichtet werden. Das finde ich so gut. Ich brauche eine genaue Ortsbeschreibung der Büchersuche. Ich brauche eine genauere Ortsbeschreibung für die Büchersuche. Na schön, was willst du wissen? Irgendeine Idee, wo man was auf Kalador findet? Irgendeine Idee, wo ich hier auf Kalador suchen soll? Tja, wenn einer was weiß, dann der Wirt Travis oder die Hure Yvette in der Taverne. Sonst würde mir auch niemand einfallen. Okay. Bei den Magiern? Wer könnte mir bei den Magiern Auskunft geben? Irgendeinen Bücherwurm wird's da schon geben. Obwohl... Moment, vergiss die Idee. Hör dich mal im Hafen um. Da wird immerhin jeder Scheiß angeliefert. Warum nicht auch ein paar verfluchte Bücher? Und bei... also Antigua? Warum sollte ich gerade auf Antigua nach einem Buch Ausschau halten? Weil sich die Saufbrüder für nichts zu blöd sind. Glaub mir, da findet sich immer einer, der sich auf eine Schnapsidee einlässt. Versuch es mal bei einem dieser Schlägertypen. Okay. Dann lernen, Zaubersprüche lernen, Eisen für dich. Lass mich kurz zur Schmiede, bitte. Lass mich mal an die Schmiede. Ich muss ein Krönungsschwert machen. Und zwar das. Kalladurs Krönungsschwert. Das hier bringt mir nichts, da fehlt mir noch die Klinge dazu. Den Degen aufwerten bringt sie eigentlich auch nichts. Die Stoßklinge aufwerten bringt sie auch nichts. So, passt, wir haben eine neue Waffe. Wir haben eine neue Waffe. Und die will ich gleich mal ausprobieren. Kalladors, wo ist es denn? Das Krönungsschwert hier. Prachtvolles Schwert mit edlen Verzierungen. Oh ja. Mhm. Ist schon hübsch. Können wir nämlich ein bisschen switchen. Wenn es nämlich finster wird, können wir die ewige Flamme nehmen. Ansonsten nehmen wir das hier einfach. Okay, schönes Ding. Passt. Dann hätten wir das jetzt auch schon. Herr Eldrick, haben Sie noch was für uns? Na, schaut nicht so aus. Dann würde ich aber sagen, ich lupsch noch mal ganz kurz, wie viel alte Bücher, Dinger haben wir, also altes Wissen haben wir denn eigentlich? Muscheln haben wir noch mal 3, die mir nichts bringen. Wo ist denn das mit dem, oder ist es unterbrauchbar? Ha, das weiß ich jetzt nicht.
altes Wissen. Ist das ab hier drinnen? Ist die Frage. Bei Blunder. Letzte Nachricht. Hornkralle, bla bla bla. Altes Wissen. 42. Okay, okay. Der Fadenschlüssel zu werden. Okay, ich glaube, ich bin mal gewillt, es zu opfern. Für die drei Fähigkeiten, die wir da lernen können, oder? Von Henrik. Ich speichere das jetzt mal, aber ich glaube schon, dass ich das machen darf. Hallo, Zauberspruch. Stärke lernen. Bring mir einen Stärkezauber bei. Ja. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Dann den. Zeige mir, wie ich den Zauber der Dämonenklinge wirken kann. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Und hier. Zeige mir, wie ich einen Donnerschlag zaubern kann. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Ja, servus. Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt. Muss ich jetzt dafür Magie? Stärke, okay. Das kann ich wahrscheinlich jetzt auf irgendeinen Slot legen, denke ich mal, tatsächlich. Ja, das ist echt nicht schlecht. Wie lange hält das eigentlich an? Stärk dich besser im Nahkampf. Hat das einen Cooldown? Also wie lange hält das? Wirkung, beeinflusst Wirkungsdauer? Bessere Kämpfer. Mhm. Okay, ja, das ist schon mal nicht so schlecht, oder? Dämonen. Das wird nichts. Klinge kann jetzt was? Übermenschliche Reflexe. Dämonenklinge. Ist das jetzt eine Rune? Verbrauchsgegenstand, Fähigkeit Runenmagie. Dieser Runenstein verleiht die übermenschliche Kräfte. Das ist die Frage, ob das ein permanentes so Ding nicht. Ist. Oder ob das verschwindet. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich kann dann eh noch immer laden. Ist ein permanentes Ding. Okay. Schaut zumindest so aus. Okay, dann sieht man es halt. Wenn es wieder Farbe kriegt, es hält halt ein paar Sekunden. Okay. War, glaube ich, jetzt nicht verschwendet. Hoffe ich halt. Gut. Okay. Quest. Gut. Ein neuer Rang. Jage ich Dämonen, sie verseuchen, bla bla bla. Ausfindig machen, wie sie von ihrem Flucht zu befreien. Genau, neuer Rang. Dann Geisteraugen. Ja. So, wo muss ich denn da hin? Ich dachte, auf dem Friedhof nehme ich. Ach du Heilige. Ach du Heilige, das ist aber weit weg. Warte, ist ein Bock geschossen? Das ist ja da drüben. Ich kann mich zwar hinborten, direkt hinborten. Ei, Karamba, ob das nicht gefährlich wird. Gespeichert habe ich eh, berühren wir mein Glück. Fail. Okay. So, gut hinborten ist nicht so schlau. Wie es mir erscheint. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ich habe es nur mal ausprobiert, ob es die richtige Taste ist. Entschuldigung. So. Das merke ich gerade. Warte. Wo ist das eine Dingens hin? Magie? Habe ich das jetzt gar nicht gelernt? Mit Stärken und so? Ich trottel. Warte kurz. Lernen? Das habe ich gar nicht gespeichert. Ich bin so schlau. Bring mir einen Stern. Nochmal. So. Ich bin so schlau. Es ist nicht zu fassen. So, also nochmal. So. Aber irgendwie fehlt mir da ein Ding. Wo ist denn das andere?
Stärken und die Mondklinge. Der dritte Zauber ist nicht. Da. Egal. Wurscht. So, nochmal. Also hinporten ist nicht so schlau. Warte mal. Was war das da für ein... Schattenkriegerstein, Faust. War das hier dabei? Schleichend Nekromantie. War das das? Warte. Oder ist das gar kein Zauber gewesen, den ich von dem Typi hatte? Warte mal, warte. Ah, hier ist Donnerschlag. Das ist eine Fähigkeit. Okay. Vielleicht kann mit dir aber nützlich sein. Will ich mal trotzdem ausrüsten. Vielleicht ist die mir sogar nützlich. So, ich bin ganz schön doof. Was mache ich da jetzt eigentlich? Ich wollte jetzt das Ding nutzen. Diesen Questgegenstand. Das war doch ein Zauber. Das war schon ein Zauber. Bin ich nicht doof? Oder fällt es unter benutzbar? Wegen... Weil da ist ja eigentlich nur... Essenz der Überzeugung. Weil hier sollte doch nur eigentlich... Sachen sein, die man saufen kann, ne? Das sollte doch eine Magie sein, oder? Bin ich jetzt ganz doof? Heldenmut, Dämonenklinge, Runenhaut, Schockquelle, Steinfaust, Höllenhund, Beschwören, Schattenkrieger, Fluch der Schwäche, Blutrausch, Bestwolke, Schleichender Tod, Todeshauch, Rückschlag, Nekromantie. Damit ich die Geister sehe, oder habe ich die automatisch? Das könnte auch sein. Ich dachte, das muss ich jetzt erst aktivieren. Ja gut, egal. Ich probiere es jetzt nochmal mit den Porten. Zwar jetzt nicht direkt dorthin, sondern ein Stückchen weiter weg. Also... hierhin. Dann nochmal die Quest. So. Geisterjagen, Karte. Eisenwald, entweder nacht. Gehe ich nachts oder benutze die richtige Astralsicht, damit ich sie gut sehen kann. Dürfe mich nicht sehen, ansonsten schlägt das Experiment fehl. Astralsicht hieß der Zauber. Magie? Des Nachts könnte ich auch... Ich könnte es auch mit Nacht probieren, tatsächlich. Warum nicht? Das könnte ich ja auch machen. Ich muss nur kurz schauen, gab es hier oben nicht ein Bett? Ja. Habe ich ein Glück. Dann probiere ich es tatsächlich mit Mitternacht. So, dann schauen wir mal. Laufe ich mal dorthin. Bäh. Und hoffe einfach mal das Beste, ne? Vielleicht sehe ich das Gesindel auch schon von der Weite. Das wird eine schwere Quest, glaube ich. Naja. Hoppala. Einfach ist ja auch langweilig, ne? So. Aha, was haben wir denn da? Spinnenviecher. So. Mal unser schönes Schwertchen ausprobieren. Ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich mit Herrschaftszeiten jetzt. Hörst du auf? Alter. Ich weiß, ich wollte in der Nacht mit meinem Flammenschwertchen kämpfen. Aber da wir jetzt eine Quest haben, die. Wo ich Angst habe, dass das Schwert uns verraten könnte, wo wir sind. Kann ich dabei wegtun, glaube ich. Also nicht ausrüsten. Wo ist die andere? Da.
Ei, caramba. Das könnte unter Umständen wirklich... Aha, hier sind die Jäger, genau. Wow. Weg da. Okay. Dann speichern wir jetzt mal. Gehen in den Schleichmodus. Und probieren unser Bestes. Aber erst im nächsten Part, stimmt. Überall auf Kalador ragt kalter Stein aus dem Boden. Ja. Und jetzt guck dir diese Hütte an. Gefällt sie dir? Pff, eine Festung wäre mir lieber. Okay. Also dann, ihr Lieben, im nächsten Part versuchen wir unser Glück mit den Geistern. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!